Dänenlohe. Auch ein Ort, um neue Seiten an sich zu entdecken. Mit dem Andalusia Fabuloso und Nadine Scheel soll ich lernen, mit Pferden zu sprechen. Okay, was heißt das jetzt? Jetzt möchte er gerne ein bisschen Fellpflege mit dir machen. Er möchte dich gerne ein bisschen kraulen und knabbern. Und er möchte auch gerne natürlich umgekehrt gekrault werden. Oh, du bist ein tolles Tier, muss man schon sagen. Man kann auch bei dir ja Kurse belegen. Ne? Man kann von dir oder von euch beiden was lernen. Bei uns kann man lernen, wie man natürlich diese enge Bindung zu seinem Pferd aufbauen kann. Man lernt auch jede Menge über sich selbst, weil das Pferd spiegelt natürlich immer das eigene Verhalten. Selbst wenn ich nach außen hin quasi total selbstbewusst auftrete, das Pferd merkt Unsicherheit zum Beispiel sofort. Eine Übung? Fabuloso soll mir folgen. In meinem Tempo. Und ohne Gezerre. Ups, klappt noch nicht ganz. Aber immer besser. Was für ein Gefühl in Harmonie mit Tier und Natur.